Leute und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Focus Clan Channel von mir. Und heute habe ich Folgendes für euch. Ich werde mit meinen roten Informkarten ein Team zusammenstellen und damit in die Weekend League gehen. Und mal gucken, wie wir damit performen werden. Ich muss dazu sagen, mein Luck bei den roten Karten, trotz Top 100 Platzierungen und Elite 1 war das Schlechteste, was ich bisher überhaupt erreicht hatte, sind meine roten Karten nicht die krassesten. Ich werde sie euch jetzt gleich zeigen und euch das Team zeigen, was ich zusammengebaut habe. Und dann würde ich sagen, let's go. So, Boys, da sind wir auch schon im Squad. Ihr seht es hier, das Team mit Donnarumma, Innenverteidiger Chiellini, Bailly, Linksverteidiger Robertson, Rechtsverteidiger Hector. Und dann habe ich halt noch, weil Marco Reus auch eine rote Karte ist, Player of the Month Marco Reus genommen, Serge Gnabry, Wijnaldum, Salah, Bellarabi und vorne im Sturm, damit es halt auch von der Chemie ein bisschen passt, habe ich noch Robert Lewandowski Team of the Group Stage genommen, weil sich da auch immer wieder viele fragen, wie sich der spielen lässt. Und mich interessiert es auch, dementsprechend dachte ich, okay, in diesem Team passt er gut rein, dann nehmen wir ihn mit komplett in dieses Team rein und gucken, wie der gute Boy spielt. Man muss halt jetzt sagen, wenn man sich das Team anguckt, wir kommen auf 93 Chemie, also nicht auf die volle 100 Chemie. Wir haben in der Innenverteidigung fast alle Spieler off-cam. Chiellini auf 7, Bailly auf 8 und Hector auf 5 Chemie. Ist nicht optimal, aber was soll man machen? Das ist halt das Ding, wenn man mit roten Karten spielt. Und ja, ihr seht es jetzt hier. Keine Ahnung, wie oft ich Top 100 gekommen bin. Und Elite 1 war das Schwächste, was ich bisher erreicht habe. Das bedeutet, ich hatte eigentlich immer genügend rote Picks. Und dafür sind meine Playerkarten hier in Rot echt nicht so heftig. Klar, ein Salah ist am Start. Ein High-Rated Chiellini ist auch am Start. Und sonst ist das halt eher so durchwachsen, muss man schon sagen. Ne? Also ich habe halt zum Beispiel so ein Aubameyang, ein Mertens, Kanté, Salah aus dem aktuellen Team of the Week. Cancelo aus dem aktuellen Team of the Week, Alexandro, Mbappé, alle verpasst, habe ich alle nicht bekommen, aber gut, was soll's, so ist das halt. Und ich denke, das Team ist hier trotzdem ganz cool, auch wenn wir jetzt im Mittelfeld keinen wirklich Defensiven haben. Wir haben eher 6 offensivere Spieler. Ich werde deswegen im 4-3-1-2 spielen und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Weekend League Match. So, und unser erster Gegner hat hier folgendes Team. Das ist schon ordentlich, das Team, muss man sagen. Auch Play of the Month Reus am Start, Roter Werner, Flashback Götze in der Innenverteidigung, Prime Ferdinand und die Europa League Karte von Tah. Lala Second in Form als Rot auf Rechtsverteidigerposition. Das Team ist ordentlich. Wichtig, Donnarumma, Junge. War schon die erste dicke Chance für den Gegner. Salah, jawohl. Golasso durch Mohamed Salah. Donnarumma, wichtig, Junge. Schon zweimal gut gehalten, der Boy hier. Und dann ist er drin. Ferdinand mit dem Kopfball. 1-1. Salah. Bam. Bam, 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 bam. Salah ist hier so die Rettung in diesem Team. Reus, ganz starker Laufweg. Lupfer, der ist drin, 3-1, nice. Lewandowski, 4-1, nice, wichtig. In der Halbzeit bringen wir dann ein paar defensive Mittelfeldspieler rein. Habe ich doch safe irgendeinen roten defensiven Mittelfeldspieler auf der Bank, ey. Wir sind hier fast nach dem Anschluss, das 4-2. Und Halbzeit. Wir gehen mit 4-1-Führung in die Halbzeit. Ich muss schon sagen, dass ich auf jeden Fall merke, dass ich extrem offensiv aufgestellt bin. Der Gegner hatte schon echt viele Möglichkeiten eigentlich. Und dementsprechend werde ich jetzt gucken, dass ich irgendwie einen etwas defensiveren Mittelfeldspieler reinbringe. Von den roten Karten, die ich auf der Bank habe. Um halt ein bisschen Stabilität da im Mittelfeld zu bringen. Ja, zu bringen halt, ne? Ich werde Bellarabi auswechseln. Und für Bellarabi kommt Martin, ist mein einziger defensiver Mittelfeldspieler, den ich hier auf der Bank habe. Könnte auch auf. Uff. Nicht so geil. Ja, egal. Wir bringen Martin und sagen ihm auch, dass er hinten bleiben soll. Hoffen wir mal, dass er ein bisschen mehr Stabilität bringt. 4-1, die Führung ist auf jeden Fall gut. Und ja, gehen wir in die zweite Halbzeit. Auf geht's. Zum 16er. Elfer. Ganz klar. Ganz klarer Elfmeter. Schöne Bewegung da von Lewandowski.
schön am Ferdinand vorbeigekommen und dann der schnelle Step nach links, um den Elfer rauszuholen. Lass mir den Fault noch selbst schießen, oder? Elfer Spezialität 99 bei Lewandowski. Und wir schießen die Mitte und der bleibt in der Mitte stehen. Ist natürlich... Ja gut, der Gefaulte sollte niemals selbst schießen. Salah. Lewandowski. Bam. Bam, da ist er drin. Elfer. Es gibt erneut Elfmeter. Oder war das außerhalb des 16ers? We will see. Es war im 16er. Wir lassen nochmal Robert Lewandowski schießen. Diesmal ist er drin. Robert Lewandowski, auch ohne gesundes Time-Finishing oder gelbes Time-Finishing, geht der Ball dann rein. Viererpack, glaube ich, vom Polen. Salah, 8-1. Ja gut, jetzt rollt der Express extrem in der zweiten Halbzeit nach dem 5-1. Treffer sei dir gegönnt, Memphis Depay. Schade. Das war's mit dem ersten Spiel. 9-1 hätte ich nach der ersten Halbzeit ehrlich nicht gedacht. Vor allem stand 1-0, dann 1-1. Er hatte sogar die erste große Chance im Spiel. Erste Halbzeit, wie gesagt, war schon von den Chancen ausgeglichen. Aber dieser Wechsel halt für die Stabilität im Mittelfeld, der hat halt dann dazu geführt, dass ich den Gegner komplett dominieren konnte. Und ja, dementsprechend 9-1 im ersten Spiel. Gehen wir ins nächste Match. So, und der zweite Gegner hier, FC daneben mit diesem Team. Gut. Das ist jetzt nicht das heftigste Team, wenn er sogar im 4-2-2-2 bleibt. Sind das... Also ein Toni Kroos auf der ZOM-Position im 4-2-2-2 ist halt nicht so krass. Ist kein schlechter Spieler, aber halt nicht für diese Position da geeignet. Es steht 0-0, neues Spiel, aufgepasst. Gut gespielt und da ist auch schon wieder die erste Chance für den Gegner im Spiel, ne? Macht er seinem Teamnamen auf jeden Fall alle Ehre, indem er hier daneben schießt. Gut, im Ballbesitz. Lewandowski, Bellarabi, Lewandowski, Golasso. Robertson, guck mal, da oben geht Gnabry. Gnabry und er lenkt den Torwart aus dem Tor. Hätte ins Tor passen können. Will drüber lupfen, weil ich sehe, der Torwart kommt raus. Und der Lupfer ist einfach Katastrophe. Der Laufweg von Gnabry war aber Hammer. Salah, wunderbar gespielt. Und Gnabry haut den nicht rein. Courtois hält den. So, 1-0 zur Halbzeit. Ja, jetzt muss man sagen, dass ich hier echt ein Chancenwucher war. Hätte echt genug Chancen gehabt, um hier das Ganze schon klar zu machen. Wir machen hier mal wieder diesen Wechsel mit Martin. Für Bellarabi und Wijnaldum geht rechts raus. Hätte das Spiel hier schon 3-4-0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Und gut, ist halt nicht so. Deswegen muss ich jetzt weiter Vollgas geben in der zweiten Halbzeit. Am besten so eine zweite Hälfte wie im ersten Spiel. Dann alles easy. La. Reus. Schön. Oben geht Martin. Oben geht Martin. Der kommt rein. Soll für die Stabilität sorgen und dann macht er hier sogar das 2-0. Gnabry. Ja. Jetzt habe ich nur darauf gewartet, dass er den Torwart irgendwann so krass bewegt. Und dann kommt der Anschlusstreffer auch noch von ihm in der 83. Minute durch Kevin De Bruyne. So, letzter Angriff. Wijnaldum. Nee. Gut, nichts mehr, aber wir nehmen den Sieg mit. 3-1, wir konnten beide Spiele gewinnen. Relativ sowieso, also das erste klar mit 9-1, aber auch das hier meiner Meinung nach absolut nicht gefährdet gewesen. Und ja, es hat Spaß gemacht mit diesem Team zu spielen, muss ich sagen. Auch wenn es sehr, sehr offensiv war mit 6 offensiven Spielern da im Mittelfeld und im Sturm. Aber gut, hat Bock gemacht und wir konnten... souveräne Siege einfahren. Lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr von solchen Challenges sehen wollt, auch in Division 1 zum Beispiel, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert den Focus Clan Channel für mehr. Peace out und ciao.